Man hat uns schon häufig gefragt, weshalb diese harten, eckigen Bewegungen beim Tango. Früher war das doch anders. Aber das muss heute so sein, nicht wahr, Jürgen? England war das Mutterland des Tanzsports. Aber auch auf dem Festland, oder gerade hier, war man des englischen Stils so sicher, dass man sich, wie es damals hieß, solche exotischen Verrücktheiten wie Rumba oder Paso Doble leisten konnte. Der Paso Doble veränderte in Deutschland den Charakter des Tango. So wie die Musik in den letzten Jahren härter und schärfer wurde, so musste der Turniertänzer diesen Tanz mehr und mehr durch starke Akzente interpretieren. Wenn man sagt, der harte Tango sei typisch für uns, ist das nur zur Hälfte richtig. Denn dieser Tango ist typisch für den modernen Tanzstil überhaupt. Völlig unsinnig natürlich zu behaupten, der Tango sei unharmonisch und widerspräche den Grundregeln des Tanzens. Ohne innere Harmonie kann ein Turniertanzpaar überhaupt keine überzeugende Leistung bringen. Daher sollte man sich vor dem Turnier nicht zanken. Wenn schon, erledigen wir das im Training, nicht beim Turnier. Das war immer schon so.